Hallo, schön, dass du Vaughan Hawtrey Golf besuchst. Der Scotty Scheffler hat gestern einen schlechten Tag gehabt. Also statt 18 Millionen Dollar hat er 5,5 Millionen Dollar gewonnen. Das war aber ein schlechter Tag für ihn. Er hat einen großen Vorsprung gehabt und Rory McIlroy hat mit einer typischen Rory McIlroy-Runde ihn dann zum Schluss überholt. Aber der Scheffler hat ein paar entscheidende Fehler gemacht, was typisch sind und wichtig sind für uns. Wir können von ihm lernen und darum geht dieses Video. Es ist auch richtig Turnierzeit. Die letzten wichtigen Runden finden dieses Jahr statt. Bald, glaube ich, ist für viele Golfer die Clubmeisterschaft. Und in diesem Bezug habe ich eine Serie von Videos veröffentlicht und ich bin dabei, sie zu veröffentlichen auf Einstellig Golf, auf meinem Kanal für Golfer, die einstellig werden wollen. So, da und da ist der Link. Es wäre schön, wenn du das besuchen könntest. Da gibt es 5 Trainingseinheiten und es geht wirklich um Vorbereitung für ein großes Turnier. Okay, ich werde jetzt ein paar Schläge machen, wichtige Schläge. Hier habe ich einen langen 170 Meter Schlag über Wasser, Par 3. Ich werde einen Chip machen, einen Pitch, einen Putt und einmal aus dem Bunker. Und guck mal bitte zu und ich versuche, eine Sache sehr zu betonen. Und diese Sache sollte man betonen, wenn man unter Druck steht, wenn man Turnier spielt, wenn es um viel geht. Ich denke, diese Sachen hat der Scotty vielleicht nicht ganz gemacht. Okay, so, es geht los. Ich habe ein Eisen 4. Und das auch sogar ein bisschen Wind von vorne. Aber irgendwas denke ich sehr stark. So, meine Bälle sind leider nicht alle tot am Stock, aber die sind alle da. Ich bin noch im Spiel. Ich habe eine Chance, einen Einpad zu schaffen. So, was man wirklich bei Scotty gemerkt hat, ich habe ihn jetzt 4 Tage geschaut und plötzlich wurde seine Schwinge kürzer, schneller. Man konnte sehen, er hat seinen Rhythmus verloren. Und da können wir wirklich was Wichtiges lernen. Und das ist beim Abschwingen, den Abschwung langsamer zu starten. Dass von da, egal ob du Putt-Chips vor der Schwinge machst, dass beim Runterschwingen, dass es dauert, bis der Schläger an den Ball kommt. Dadurch findest du Ebene, dadurch beschleunigst du im richtigen Moment. Dadurch bleiben deine Hände und Arme und Schulter auch lockerer. Das ist wirklich eine Sache, die ich dir empfehle, zu denken, wenn du jetzt zum Beispiel die Clubmeisterschaft mitmachst. Einfach denken, dass du fast von Gefühl her gar nicht beschleunigst. Dass das der Gedanke ist. Der Schläger bewegt sich von alleine zum Ball. Ich mache keinen Druck. Und das geht für uns alle. Man hat gesehen, dass Scotty Scheffler so eine schlimme Runde hat. Und wenn er das tut, dann tun wir es auch manchmal. Aber wir können es wirklich vermeiden. So, ein letzter Putt. Ich werde jetzt versuchen, diesen 4-Meter-Putt zu lochen. Und mein Gedanke ist, den Abschwung so langsam wie möglich zu starten und trotzdem durchzuschwingen. Und dann stimmt das Timing meistens dann wirklich besser.
Okay, fast. Denk bitte daran, ich weiß, dass dieser Tipp dir helfen wird unter Druck. Vielleicht kannst du dann vor deinem Turnier ein bisschen trainieren. Am besten auf dem Platz. Starte den Abschwung langsam, vor allem wenn es um Druck geht. So, viel Erfolg und tschüss.